ist Fische, Leute, mit dieser neuen Fortnite-Herausforderung, diesen neuen Fortnite-legendären Auftrag helfe ich dir in diesem Video. Lass einen Daumen hoch da, kostenlos Abo, mach die Glocke an und es gibt wieder Fortnite-Skins zu gewinnen, aber Epic Games Namen und was passendes zum Video in die Kommentare schreiben. Leute, legendärer Auftrag, wir können richtig viel XP absahnen, wir können richtig viele Level machen, richtig schnell den Battle Pass aufsteigen lassen. Geht am besten zu dieser Insel hier oben, könnt auch unten nach Camp Cod gehen, sind beide Orte sehr, sehr gut. Könnt ihr auch mit der anderen Herausforderung kombinieren. Wo man eben mit dem Hängegleiter fliegen muss, ne? Kann man dann quasi einfach hier landen, Rifffische benutzen, in die Luft gehen und weiter angeln, weil hier gibt es richtig viele Rifffische. So, wir gehen mal runter hier. Ja, ich bin jetzt hier gelandet, ne? Es gibt unten eine Angel, ich habe ein bisschen Loot geholt, weil wenn jemand anders hier landet und sich die Loot holt, seid ihr doof. Und ja, holt euch einfach die Angel, angelt dann einfach hier, das ist einer der besten Orte zum Angeln. Es gibt über 18 Angellöcher hier. Und angelt dann einfach, ne? Wir müssen einfach Fische essen und ihr könnt es am besten in der Gruppenkeile machen, da gibt es nicht so viele Spieler. Guckt einfach, ob jemand aus eurem Team hier hingeht, ansonsten geht einfach eine neue Runde und angelt einfach alle Fische hier und esst sie dann. Das Gute an der Gruppenkeile ist, die Zone kommt relativ schnell, das heißt, ihr könnt dann auch die ganzen grünen Fische essen, die blauen Fische könnt ihr eh mal essen und die lilanen und die grünen könnt ihr dann auch essen, weil die braucht ihr dann, um in der Zone zu überleben, ja, dass sie dann einfach hier alle am Rand liegen. Ihr seht, ich bin hier fleißig am Angeln und hole mir hier die Fische raus. Na? Und so einfach ist es dann einfach. Na komm. Ja, genau. Könntest du natürlich auch mit einem Harponierer machen. Harponierer hat den Nachteil, dass die Angellöcher schneller verschwinden. Die sind schneller aufgebraucht. Die Fische sind schneller weg, weil wenn man da rein schießt, haben sie immer keinen Bock mehr. Ja, ich auch nicht, wenn jemand ständig in euer Kinderzimmer reinballert oder so. Ja, denkt dran, schnappt euch die Fische hier. Ne? Ihr könnt euch auch mit den Schlürfischen heilen. Ne? Das funktioniert genauso gut. Ihr seht, die grünen Fische. Ja, die gehen jetzt hier alle aufeinander. Ihr könnt dann irgendwann, wenn ihr merkt, in der Gruppenkeile ist eh keine Sau, könnt ihr auch einfach die ja, restlichen Fische, also die restlichen Waffen liegen lassen. Holt dann einfach hier die Fische, nehmt ihr einfach mit. Das ist hier zum Beispiel ein Nullpunktfisch, okay. Und na komm, das klappt hier gerade alles nicht. Ich wollte euch noch so einen Rissfisch zeigen. Wenn ihr dann Gruppenkeile spielen wollt, habt ihr auf jeden Fall auch richtig guten Loot, um dann den epischen Sieg für euer Team zu holen. Ihr seht, da könnt ihr richtig gut carryen. So guten Loot bekommt ihr sonst nicht, wenn ihr hier nicht gerade 10 Minuten am Angeln seid. Aber ich denke, in ein, zwei Runden könnt ihr hier die komplette legendäre Aufgabe fertig machen, könnt mehrere Level machen. Und ihr seht, hier gibt es auch einige seltene Fische. Vielleicht finden die euch noch und ihr könnt die alle angeln. Leute, wenn es Video geholfen hat, lasst einen Daumen hoch da, kostenlos Abo, macht die Glocke an. Wie gesagt, wenn ihr einen Rifffisch findet, könnt ihr dann oben euch runterleiten lassen. Ihr braucht es dann dazu aber auch schon die ganz anderen Herausforderungen gemacht haben. Ich glaube nämlich, die Hängegleiter-Herausforderung ist die letzte oder eine der letzten beiden. Genau, und dann ist die... Ach, guck mal, ja, mal, was hier alles für Fische rausholen. Ne? Guck mal, was hier alles für Fische gibt. Und ich hoffe, das Video hat geholfen. Denkt dran, macht bei der Verlosung mit Epic Games Namen unten in die Kommentare reinschreiben. Noch irgendwas Passendes zum Video dazu. Und dann seid ihr auf jeden Fall bei der Verlosung dabei. Viel Spaß in Woche 8 und wenn ihr noch Hilfe braucht beim Creator Skin zum Freischalten, guckt meine anderen Videos, habe ich sehr, sehr viele Videos zu gemacht. Macht's gut, ciao.